1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum großen Finale, dem Grande Finale vom DA Team Bus. Und heute haben wir gesagt, müssen wir das schon mal richtig ordentlich machen. Mal schön die Faxen rauslassen. Deswegen haben wir uns in Schale geschmissen. A-Team-Style-mäßig. Möchte sich mal jeder hier vorstellen, bitte? Hannibal. Murdoch. Mr. T. Templeton Facepack. Sicher, dass das heißt? So, so gut, ey. Merkt ihr, ne? Ist geil, oder? Ich könnte mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ist ein bisschen frisch. Deine Kotelette hängt hier ja, ein bisschen weg, ne? Die hätten wir noch kleben müssen, ne? So, was erwartet uns jetzt heute? Eine Menge Spaß, ein Ehrengast, der bei uns dabei ist und vor allem müssen wir euch jetzt noch was zeigen, denn ich glaube, den Bus habt ihr alle schon gesehen. Wir werden ihn auch gleich nochmal gebührend feiern. Aber wir haben seit dem letzten Mal nochmal was verändert. Und zwar haben wir euch mit raufgeholt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben den Bus gepostet auf Instagram. Ich habe gesagt, kommentiert und wir nehmen 50 Leute, die geile Kommentare schreiben und verewigen sie mit auf dem Bus, ne? Weil ohne euch geht's nicht. Ihr seid die treibende Kraft und dann seid ihr auch ein Teil vom DA-Team, oder? So schaut's nämlich aus und besser wie das, was wir jetzt gemacht haben, kann man es glaube ich nicht verewigen. Deswegen schaut mal her, Leute. Das hier ist jetzt neu mit drauf auf dem DA-Team-Bus. Unser DA-Logo mit 50 Insta-Usernames von euch am Start. Und damit auch wirklich jede Gebühren gefeiert wird, also werde ich jetzt jeden von den 50 nochmal erwähnen. Valentin STNG. Daniel Klaus Officially. Planet Mummel. G to the C. Jünter BLN. Jünter. Richtiger Hannes. 19 Dennis 99. So, war ja easy, oder? Das ging ja recht schnell. Das ging auf jeden Fall recht flott. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ihr werdet uns jetzt immer hier gebührend begleiten. Boah, Tobi, ich komm nicht klar auf dieses sicke Outfit, ne? Er hat ohne Scheiß, er hat einfach 1:1 das Grinsen wie der Hannibal, ne? Ganz ehrlich, wir. Kurz Radwechsel, kein Ding, Junge. Ja. Mal kurz anheben hier, ne? Weißt ja Bescheid. Jetzt hatten wir das klassische Intro vom A-Team. Jetzt machen wir das Ganze, bringen wir das mal in die Zukunft. Wir haben nämlich einen geilen Beat für euch rausgepickt, der richtig schön ballert, mit dem wir jetzt nochmal den Bus, wie sagt man denn? Zelebrieren. Zelebrieren, genau. Wir zelebrieren ihn und dann kommt der Stargast. Der One and Only, unser erster DA-Team-Auftrag auch. Vorhin einen Anruf bekommen, haben gesagt, pass auf, ich brauche Hilfe, Jungs. Da braucht jemand einen Lift. Und da wir einfach nette Kerle sind, geben wir ihm den Lift. Nachdem es jetzt richtig ballert, deswegen 3, 2, 1, viel Spaß. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Hey Hannibal, will you make this sucker shut up? What you talking about, fool?
gonna need speakers, man. Big ones. So Leute, der erste Ausflug im D18-Bus. Wir sind unterwegs. Wir haben natürlich uns dafür entschieden, Tobi fahren zu lassen. Weil Tobi vorne mit Zigarre einfach legendär gut ausschaut. Ich bin auch ein Busfahrer. Ja, Tobi ist auch wirklich von Herzen Busfahrer, muss man echt sagen. Deswegen, du fühlst dich da wohl, oder? Ja. Wohl und sicher. Wohl und sicher. Warte mal. Bevor die Beschwerden kommen, anschnallen, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wird hier gut durchgeshaked, ja, rückwärts plus die Privacy-Verglasung. Ja, schön, ne? Wie ist die Aussicht, Jense? Jetzt holen wir jemanden ab, den habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr immer schön fleißig alle Videos schaut. Er ist Skifahrer, er ist ein sehr guter Freund, er ist eine lebende Legende und vor allem einfach ein witziger Dude. Und er hat uns gebeten, dass wir ihn heute abholen, weil er möchte nämlich zum Skifahren gehen und er braucht natürlich den Support von uns, um an die besten Spots zu kommen. Deswegen holen wir ihn jetzt ab, er ist schon ready für uns. Hier ist er, der one and only Bene Meyer. Jungs! Was geht, was geht, was geht? Ski heil! Danke, dass ihr mich abholt! Ja, grüß dich auf jeden Fall, ey! Grüß euch, Jungs! Es geht ab! Alles fit? Gut, und mit dir? Ja. Muss ich anschnallen, ne? Ja, anschnallen, ganz wichtig. Warm ist es hier, wir müssen auf den Berg. Wir müssen auf den Berg, ey! Tobi, lass mal los cruisen. Ja. Habt ihr ein Makeover gehabt? Was ist bei euch passiert? Ich wollte meine Typenveränderung haben, ey! Macht ihr das nicht nur bei Autos, sondern jetzt auch bei Typen? Wir machen das jetzt im Gesamtpaket. Das, Gesamtpaket. Das muss stimmen, Auto und Fahrer und so, das muss einfach eine Harmonie sein. Finde ich gut. Sonst, wie geht's dir? Du, gut, ist gut, warm, ja, ist mir. Bist du mal wieder irgendwie hinterm Rennauto Ski gefahren oder so in letzter Zeit? Nee, seitdem nicht mehr. Du warst mein erstes Mal. Das erste Mal und das letzte Mal, ne? Bis jetzt. Bis jetzt, wer weiß. Ja, wir zeigen mal nochmal kurz zwei, drei Szenen. Was ist das herrlich? Schauen die kleinen Kinder rüber, ja, oder was? Ich glaube, die kleinen Kinder haben Angst vor dir, ey. Wie so ein Pedo mit seiner Zigarre. Alter, die guckt so. Ja, wohin fahren wir denn jetzt? Wunderschön. Ja, wohin möchtest du? Ich müsste nach Frankreich, nach Chamonix. Ja, ist kein Ding. Okay. Da wollten wir eh hin. Passt perfekt. Bene, wie taugt dir der Bus? Hey, der Bus ist Killer. Schön, also geworden, auch von außen Killer. Hier drin hast du mega viel Platz. Hammer. Also ist echt 1:1. Kennst du A-Team? Wer kennt's nicht? Ja, hier, die, alle hier. Wer kennt, ihr seid zu jung, gell? Außer Tobi vielleicht. Aber doch, ich habe das auch früher geguckt. Es lief immer im Fernsehen. Nein, ich finde das geil. Ich habe als Kind halt super viel geguckt. Ne? Und, du wolltest immer mal so einen Bus haben? Ich wollte immer mal so einen Bus haben. Ja, das war einfach so eine Idee. Das einzig Dumme ist, es hatte jemand anders die gleiche Idee auch. Wer? Auch auf YouTube. Nein. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft. Ja. Und wer hat es besser gemacht? Das überlassen wir den Zuschauern. Das überlassen wir den Zuschauern. Ja, es war ein Zufall. Es war echt ein Zufall. Erzähl doch mal was von dir jetzt, weil die Leute wollen ja mal so, oder wir haben ja gesagt, wir haben hier heute... Das ist ein Stargast. Stargast. Soll ich jetzt einfach dick auftragen? Du kannst jetzt richtig auf die Kacke hauen. Du willst wissen, ich gebe dir einen Goldring. Einfach, dass du dich auch... Schön anstecken. Dass du das Feeling auch hast. Ja? Jetzt. Ich meine, du bist Profi-Skifahrer. Ja, ich bin Profi-Skifahrer, also Profi-Freeskier sozusagen. Ja. Das heißt, ich mache das, was alle immer denken, diese Verrückten, die da die Berge runterfahren, aus dem Heli springen, Felsen springen, Saltos, Tricks und sonst was machen. Und genau das mache ich. Ich war damit schon in der ganzen Welt unterwegs, bin alle großen Wettkämpfe gefahren, die es gab oder gibt in dieser Sportart. Also Weltcups, Weltmeisterschaften, X-Games, Olympiade. Olympiade warst du auch, gell? Olympiade war ich auch, ja. Also habe ich nicht übertrieben, als ich gesagt habe, lebende Legende. Lebende Legende. Wie viel wurdest du da? Wie viel da? Ich wurde, ich glaube, ich wurde 12. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es war echt bitter, weil im zweiten Run bin ich nach dem ersten Feature einfach auf dem Hosenboden gelandet. Ja? Vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich da Videomaterial habe, es war echt bitter. Aber trotzdem unfassbares Erlebnis. Du bist ja auch für Audi. Genau, Markenbotschafter. Markenbotschafter, ja. Und dann warst du bei am Nordostring, DTM. Korrekt. Taxifahren. Du bist Taxi gefahren? Ich, ja, bin bei dir mitgefahren. Ja, das stimmt. Ganz kurz, damals hat der Dani gerade angefangen mit der ganzen YouTube-Geschichte. Du warst so relativ am Anfang. Oder hast du, oder so, Jahr. Ja, glaube ich, habe ich es gerade gemacht. Da hat er euch ganzen Nasen nämlich noch nicht gehabt, hat alles selber gemacht. Das stimmt. Da hat er alles selber gemacht. Da hat er gesagt, Bene, halt mal die Kamera. Ja. Das stimmt, ja. Ey, wir haben einen richtig geilen Powder hier auf der rechten Seite. Bene, willst du mal eine Runde Skifahren gehen? Ja, passt. Dann lass mich kurz raus.
Also ich spring direkt raus und dann geht's gleich los. Alles Gute. Und dann gibst du mir die Ski raus noch? Ja, ja, so ist es. Jungs, bis gleich, gell? Ja, mach's gut, gell? Ciao. Ciao. Also auf dem Weg zum Allgäu gibt es schon ab und zu ganz guten Schnee, gell? Gibt's ganz guten Schnee, ne? Der ist jetzt hier nur im Tal halt geschmolzen, ne? Das sieht jetzt komischerweise ein bisschen grün aus. Das war gut, also es hat Spaß gemacht. Dann fahren wir zur nächsten Location, ne? Tobi, ja? Bitte behalt immer die Zigarre im Mund bis ans Ende deines Lebens. Das ist einfach zu gut. Ja genau, also so ist es. Und da haben wir uns kennengelernt. Wir waren schon mal zusammen, Schieben. Das stimmt, ja. Das war ungefähr so. Ich bin lange nicht Ski gefahren. Ich bin viel Snowboard gefahren, hab dann immer gesagt, ich probiere euer Ski, aber jetzt auch nicht wirklich oft. So, dann hast du einen Skifahrer dabei, dann kommt der Druck dazu. Ne? Dann denkst du dir, ja, jetzt muss ich abliefern, ne? Jetzt muss ich mal ein bisschen schneller fahren. Dann fahre ich, für mein Gefühl, schon verdammt schnell diesen Berg runter, ne? Bin schon ein bisschen unsicher. Dann fährt er rückwärts an mir vorbei. Guckt mich an mit so einem Grinsen. Hey! Genau so, genau so. Und ich dachte nur, ey, kannst du nicht bringen, ey. Dann war Ende. Seitdem nie Seitdem wieder war ich nicht mehr Skifahren, das ist Tatsache. Das ist nicht Was mal genug. Echt nicht mehr Skifahren? Was kommt jetzt noch als Skifahrer? Oder ist jetzt Karriere ist jetzt schon so, läuft jetzt aus? Bist du jetzt schon alt in dem Sport? Oder? Sonst wäre er nicht hier, ey. Ja, ja. Nach dem Bus-Talk kommt eigentlich nur noch Dschungelcamp, ey. Und jetzt ist es so, ich hatte einfach extrem viele Verletzungen. Und jetzt ist es so, wo ich einfach so spüre, jetzt macht mein Körper einfach, sagt so, okay, Junge, jetzt überlegst mal, wie lange machst du den Job noch? Wie lange willst du machen? Und ganz ehrlich, solange es mir Spaß macht, mache ich das weiter. Von dem her kann ich dir noch nicht sagen, wann genau. Hauptsache, du hast Spaß. Und wenn wir gerade von Spaß reden, wir fahren gerade den Berg hoch, vielleicht merkst du es, wir sind wieder am Gipfel. Oh, wir sind wieder am Gipfel. Jungs, ihr seid solche Penner, ihr könnt mich nicht hier mitten in der Innenstadt aufsteigen lassen. Safe. Das ist eine geile Abfahrt auf jeden Fall, ne? Ja, Bene, ich muss noch eins sagen, ey, hier ist Lawinengefahr. Oh ja. Richtige Lawinengefahr. Ja. Ich steige jetzt aus, Jungs, gell? Ja. Ja. Danke. Ciao. Ciao, mach's gut. Heavy shit, Mann. Heavy shit da draußen. Das ist echt lawinengefährlich. Aufpassen. Bei euch fühle ich mich wohl und sicher. Anschneiden? Das Auto, warte, ich bin euch angeschnallt. Ich wohl und sicher. Anschneiden! Bei euch alles gut? Fühlt euch safe? Fühlt euch sicher bei mir? Sehr, sehr sicher hier hin. Dani, und bei dir so? Bist du zufrieden mit deinen Jungs? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Mama muss ein bisschen an den Ohren lang ziehen, aber weißt du, das passt. Das gehört halt dazu. Das gehört einfach dazu. Raus! Ja, und jetzt? Was macht jetzt mit dem Bus? Wir werden auf jeden Fall mal zur DTM, glaube ich, damit fahren. Ja, genau, da werden wir den auf jeden Fall mal ein bisschen ausführen, ne, damit er halt auch mal ein bisschen nach draußen kommt. Ich führe dich dann in München aus. As always. Jetzt wurden wir gespottet, Alter. Jetzt hat uns einer gespottet. Echt? Ja, klar, Junge. Also, die wollen Autogramm von mir. Schon klar. Und macht es euch Spaß, im Dani zu arbeiten? Okay! Jetzt krieg ich's schon. Du hast so vorbeigeguckt, deswegen. Tobi. Natürlich macht's Spaß, sonst werde ich nicht mehr zurückkommen. Ganz ehrlich, Tobi, jetzt erstes Race mit DJ Timos. Let's go! Oh! Oh! Yeah! Ja, ich bin einfach ein Gewinner. Einfach ein Gewinner. Ich bin einfach ein Gewinner. So, here we are. Mein Freund, danke. Danke fürs Fahren, Jungs. Danke, dass ihr mich hergefahren habt. Ja. Gerne. Den Ring darfst du behalten als Andenken. Danke. Gemeinsame Zeit. Du, kriegst du wieder und wir sehen uns. Gute Saison, mein Lieber. Ja, dir auch. Wir sehen uns im Sommer. Stay fresh, ne?
Danke. Jungs, macht es gut. Mach's gut. Ciao. Fahrt bis der Heli kommt. Ja, Freunde, das war heute der spaßige Tag mit dem DA-Team. Ja, wir werden, wie gesagt, zur DTM auf jeden Fall mal mit dem Ding hochballern. Vielleicht noch zur Formel E Berlin, wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass das Auto noch ein bisschen gesichtet wird, noch ein bisschen Liebe bekommt. Und das war's dann für heute von uns. Haut rein, Freunde. Ciao. So, halt, bevor ihr wegschaltet, Leute, gibt's jetzt für alle die bis zum Schluss aufgepasst haben, noch was richtig Schönes. Denn unsere rot-schwarze Aerowheel Cap ist passend zum DA-Team am Start und es gibt noch 150 Stück davon. Wir haben alle durchnummeriert. Das hier ist die Nummer 1. Alle 150 haben meine Unterschrift drauf. Falls ihr noch Bock habt, die letzten euch zu holen, könnt ihr jetzt zuschlagen. Link ist unten in der Beschreibung drin im Shop danielab.de. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.